Schobesberger! Schobesberger! Der Treffer zählt! Einmal geht's noch. Es ist der letzte Europacup-Abend in diesem Jahr und die Gruppenphase in der Europa League, die endet für Rapid heute mit dem Heimspiel gegen Dynamo Minsk. Guten Abend und herzlich willkommen. Und die Analysen, die kommen heute von unserem Sky-Experten, von Herbert Weber. Hallo. Schönen Abend. Was kommt der Herr heute noch auf uns zu? Ja, ich persönlich würde mich natürlich freuen, wenn Rapid an ähnliche Leistungen anschließen könnte wie in den Spielen davor, wo wir wirklich hoch erfreut waren alle, wie diese Mannschaft über sich hinausgewachsen ist, wie sie die Zuschauer begeistert hat. Und wenn sie heute so auftritt, dann kann es der fünfte Sieg im sechsten Spiel werden. Ja, und die Ausgangssituation in der Gruppe E vor dem letzten Spieltag, die ist klar. Villarreal und Rapid haben bereits die K.O.-Phase erreicht. Um Gruppensieger zu werden, muss Rapid gegen Dynamo Minsk mehr Punkte machen als Villarreal gleichzeitig heute in Pilsen. Also gewinnt Rapid heute und Villarreal spielt nun unentschieden, wäre der Gruppensieg geschafft. Inwieweit halten Sie dieses Szenario für realistisch? Ja, wir haben ja schon Hans Krankl gehört. Er ist der Meinung, dass die Spanier auch in Pilsen siegen werden. Ich glaube, dass Rapid heute die Chance hat, mit einem Sieg Erster zu werden. Und das wäre nicht nur für Rapid, sondern auch für den österreichischen Fußball besonders wichtig. Gut, Hans Krankl hat nicht immer recht, aber fast immer. Ich hoffe es. Abgesehen von den unterschiedlichen möglichen Gegnern bei der Auslosung in der kommenden Woche, was würde dieser Gruppensieg für Rapid bedeuten? Ja, in erster Linie haben wir dann in Erinnerung, dass diese Mannschaft wirklich großartige Leistungen gebracht hat im internationalen Vergleich. Man hat auch gesehen, dass es keine leichten Gegner mehr gibt, dass alle unglaubliche Laufbereitschaft ins Spiel bringen, dass die Aggressivität stimmt, dass die Zweikampfstärke bei allen Mannschaften vorhanden ist. Und trotzdem hat sich Rapid in 5 Spielen 4-mal durchgesetzt. Und das ist für eine österreichische Mannschaft was Großartiges. Und wenn sie heute als Abschluss auch gegen Dynamo Minsk noch einmal gewinnen, das wäre für mich sehr schön. Ja, aber auch wenn das nicht passiert, muss man schon sagen, das Jahr 2015 zumindest auf internationaler Ebene ein riesengroßer Erfolg für Rapid. Ja, auf jeden Fall, wenn man bedenkt, dass sie nicht nur in der Europa League sehr gute Leistung gebracht haben, sondern vor allem auch in der Champions League Qualifikation, wo sie gegen Ajax Amsterdam und dann gegen Schachtar Donetsk wirklich gezeigt haben, dass sie auch die Möglichkeit besitzen könnten, es irgendwann einmal in die Champions League Gruppenphase zu schaffen. Einen wunderschönen Abend, das erste Mal aus dem Ernst-Happel-Stadion. Einen wunderschönen Abend an Andreas Müller, den Sportdirektor von Rapid. Hier fühlt sich schon langsam das Stadion. Wenn wir uns zurückerinnern, Ende August, nach diesem bitteren Aus in der Champions League-Quali, hätten Sie sich da gedacht, dass man heute hier beim 6. Spiel in der Gruppenphase steht, bereits qualifiziert ist für die K.O.-Phase und sogar die Möglichkeit auf einen Sieg in der Gruppe hat? Na, das wäre schon des Guten so viel gewesen, wenn man davon geträumt hätte. Aber ich denke, es ist absolut verdient. Die Mannschaft hat einen tollen Job gemacht in der Europa League. Und es waren nicht nur die Ergebnisse, die gestimmt haben, sondern ich glaube auch die Art und Weise, wie die Mannschaft aufgetreten ist. Da muss man schon sagen, für eine Truppe, wie wir doch sind. Und man hatte uns nicht so recht auf dem Zettel, aber die Jungs haben das wirklich klasse gemacht bisher. Was sind Sie denn für eine Truppe? Na, man sieht es ja. Also es gibt sicherlich den einen oder anderen, den man herausheben kann. Aber insgesamt ist, glaube ich, unsere große Stärke, dass wir als Team sehr, sehr gut funktionieren. Und natürlich haben wir jetzt ein bisschen Probleme. Wir haben einige Verletzte, aber die Mannschaft brennt darauf, heute einen Sieg zu landen und möglicherweise dann auch die Gruppe zu gewinnen. Das wäre natürlich sehr wünschenswert, aber wichtig ist, dass wir schon mal weiter sind. Sie sagen, es wäre wünschenswert. Man wird natürlich nicht müde zu sagen, dass auch der zweite Platz schön wäre, trotzdem sportlich einzuordnen. Wie wäre dieser Sieg? Na, es ist auch insgesamt jetzt wichtig. Wir sind in der Phase gewesen, wo wir in der Liga ein bisschen Probleme hatten. Und wir haben uns ein bisschen wieder berappelt. Wir hatten ein ordentliches Spiel jetzt gegen Ried zu Hause. Aber wir möchten natürlich auch heute das Spiel nutzen, um wieder
wirklich eine gute Leistung zu bringen, weil wir haben noch ein Highlight und das ist dann am Wochenende in Salzburg. Da wollen wir natürlich mit einer breiten Brust auftreten und da wäre es natürlich sehr gut, wenn die Mannschaft heute ein überzeugendes Spiel hinlegt und vor allem, wir haben eine tolle Kulisse, die Fans sind da, die erwarten und von uns natürlich auch ein gutes Spiel. Das wollen wir unseren Fans bieten heute. Sie haben den Kader ja bereits angesprochen. Da ist man zum einen sehr geplagt vom Verletzungsteufel. Leider, da kommt, muss man fast sagen, jeden Tag ein neuer dazu. Zum anderen gibt es einige Verträge, die auslaufen und noch nicht verlängert worden sind. Thanas Petzos hört, man hat es nicht so eilig mit der Unterschrift. Florian Kainz hat es auch nicht so eilig. Dann gibt es Interesse von Ried an Deni Ahler. Wie viele graue Haare, wie viele Sorgen bereitet denn Ihnen diese Situation? Naja, also mehr graue Haare, wie ich habe, kann man eigentlich gar nicht mehr bekommen. Deswegen, na, wir sind da sehr gelassen, weil ich denke, wir können den Spielern mittlerweile hier einiges bieten. Wir haben nächstes Jahr mit unserem neuen Stadion sicherlich auch nochmal ein Highlight für die Jungs. Aber eins ist auch klar, wenn sie weiter so gute Leistungen bringen in der Europa League, dann kommen Vereine, die Interesse natürlich an den Spielern von uns wecken. Und wir werden uns aber sehr, sehr gut vorbereiten für die Saison dann im nächsten Jahr. Wichtig ist jetzt, mögliche Angriffe vielleicht auch in der Winterpause abzuwehren. Und es gibt sicherlich auch den einen oder anderen Spieler, der möchte sich verändern. Da werden wir auch eine Entscheidung treffen. Aber insgesamt, der Kern der Mannschaft soll in Zukunft so zusammenbleiben. Das ist nicht ganz einfach, wird es klar. Aber wir sind wirtschaftlich jetzt auch ein bisschen besser aufgestellt. Und wir können schon den Jungs auch in puncto Finanzen einiges anderes bieten als noch vielleicht vor 2-3 Jahren. Jetzt muss man auf der einen Seite natürlich Angriffe, Interesse abwehren. Auf der anderen Seite hätte man ja auch die Möglichkeit, sich zu verstärken. Da heißt es aber auch immer wieder, besteht bislang noch kein Interesse. Wann besteht denn dann Interesse? Na, wir haben ja auch in den letzten Jahren nie im Winter Transfers getätigt, weil wir den Kader vor der Saison so aufgestellt haben und wir auch der Überzeugung sind, dass der Kader in der Breite ausgewogen ist an Qualität. Es sind sicherlich einige Spieler, die noch nicht so funktioniert haben, unsere Neuzugänge. Aber wenn ich jetzt an Stefan Nutz denke, der immer besser ins Spiel kommt, und auch einen Husbeck, der einfach Qualität hat. Wir haben schon den einen oder anderen, der noch mit seiner Leistung ein bisschen hinterherhängt. Aber wir haben es in der Vergangenheit immer wieder geschafft, unser Trainerteam, dass sie die Spieler so entwickelt haben, dass sie dann auch wirklich für Rapid die Verstärkung waren, die wir uns von ihnen erhoffen. Aber der Name Michael Turisch sagt Ihnen was und dass man da vielleicht Interesse hätte? Nein, es wird ja immer viel spekuliert. Das ist Transferzeit, das ist auch in Ordnung so. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und wir werden dann sehen, was machbar ist. Wichtig ist, dass wir im Kern zusammenbleiben, weil die Mannschaft hat, glaube ich, großes Potenzial und auch eine recht gute Zukunft vor sich. Ja, heiße Wochen stehen dem Sportdirektor auf alle Fälle bevor. Bei Thanas Petzos scheint es sich irgendwie zu spießen mit der Vertragsverlängerung. Da hat es im Oktober geheißen, geht nur mehr um Kleinigkeiten. Sein Vertrag läuft ja mit Saisonende aus und jetzt hat er immer noch nicht verlängert. Was würde sein Abgang bedeuten, möglicherweise schon im Winter? Ja, leider war er sehr oft verletzt jetzt im Herbst, aber immer dann, wenn er gespielt hat, hat man gesehen, dass er sich wirklich weiterentwickelt hat bei Rapid, dass er einer ist, der von hinten heraus sehr kluge Pässe spielt, dass er Qualität hat, das wissen wir alle, aber wir wissen natürlich auch, wenn das richtige Angebot kommt aus dem Ausland, dann wird wohl keiner der Spieler zu halten sein. Ja, auch wenn Rapid jetzt keinen Spieler mehr verliert, aber muss Rapid nicht sowieso schon im Winter reagieren aufgrund der verletzungsbedingten Ausfälle von Dibon, von Schaub, von Turman Nowota, dessen Vertrag ja bis 2018 verlängert wurde? Ja, ich habe ja gehört, dass Rapid, wie auch schon in der Vergangenheit, sehr viel vom eigenen Nachwuchs hält. Das ist auch jetzt wieder so. Aber trotzdem wäre es wichtig, wenn der eine oder andere Spieler verletzt ist, dass man auf gewissen Positionen natürlich schaut, dass man sich verstärken kann. Man darf nicht vergessen, man hat große Aufgaben vor sich jetzt im Frühjahr. Man spielt weiterhin in der Europa League. Man hätte die Möglichkeit, auch in der Meisterschaft wieder mal ganz vorne dabei zu sein. Also es wird schon so sein, dass man sich Gedanken macht bei Rapid, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Möglicherweise auch um Michael Turisch von Viktoria Pilsen, der ja heute möglicherweise mithilft, dass Rapid dann Gruppensieger wird. Ja, ich glaube, dass Rapid alles versuchen wird. Sie werden schon heute damit beginnen, zu schauen, ob die Möglichkeit besteht, den ersten Sieg zu landen. Wäre wichtig für die ganze Liga, nicht nur, dass die Nationalmannschaft gute Ergebnisse erzielt und bei der Europameisterschaft teilnimmt, sondern dass wir endlich auch wieder in der Champions-League-Gruppenphase den einen oder anderen vertreten. Via Real, wie man den Rückstand in den Sieg umgewandelt haben, war, glaube ich, schon sehr was Besonderes für uns. Und das hat uns jede Menge Antrieb gegeben und dadurch
glaube ich, haben wir das dann auch geschafft. Was da passiert ist jetzt in dem letzten halben Jahr, ist natürlich unglaublich und hat sich keiner so erwartet. Und von dem her sind wir ja sehr positiv und freuen uns jetzt natürlich aufs Frühjahr und auf die nächsten Runden. Natürlich ist, kommt da ein bisschen Glück auch zusammen, aber wenn man die Aktion vorher sieht, wie die Chancen entstanden sind, war das gut gespielt. Und natürlich haben wir dann das Eizeitglück auf unserer Seite gehabt, dass die Bälle dann auch reingehen. Er war einfach zu schnell für seine Beine anscheinend. Und das ja, war natürlich ein witziges Tor, aber es hat gezählt und das war für uns extrem wichtig. Ich dachte mir am Anfang, oh nein, jetzt läuft er alleine aufs Tor zu uns, versemmelt ihn und dann spitzelt er noch rein. Also das, ja, das ist halt Fußball. Und die Auslosung des 16. Finales in der Europa League, die steigt am kommenden Montag, zu sehen live bei Sky Sport News HD ab 13 Uhr. Davor gibt es die Champions League-Auslosung. Wen würden Sie sich denn wünschen für einen Ex-Club, für Rapid? Einen ganz großen wie zum Beispiel Manchester United oder einen schlagbaren Gegner? Wobei Manu ist ja unter Van Gaal auch fast jedem schlagbar. Also ich würde mir einen Gegner wünschen, der Rapid die Möglichkeit gibt, noch eine Runde weiterzukommen. Das wäre natürlich für uns alle sehr schön. Aber wie wir wissen, können wir nicht sehr viel machen und müssen auch das nehmen, was das Los hergibt. Und da können natürlich ganz große Mannschaften dabei sein. Ich denke da an Dortmund, ich denke da an Liverpool. Also das sind sehr viele attraktive europäische Spitzenmannschaften dabei. Ja, aber das ist noch Zukunftsmusik. Die Gegenwart heißt heute Dynamo Minsk und so spielt Rapid gegen den Vizemeister aus Weißrussland. 4 Veränderungen gegenüber dem Samstagspiel in der Bundesliga. Pavelic, Ala, Hofmann und Jelic neu in der Mannschaft. Schobesberger fehlt verletzungsbedingt neben den Langzeitverletzten. Stangl bekommt eine Pause, sitzt zunächst einmal nur auf der Bank. Was wollen Sie heute von dieser Rapid-Mannschaft sehen? Ja, vor allem das Herz, das mich begeistert hat von der ganzen Mannschaft, diese Leidenschaft, die die Mannschaft gebracht hat in allen Spielen und vor allem vom Steffen Hoffmann eine ähnliche Leistung wie in den Spielen davor, wo er wirklich aus seinem Körper noch einmal alles herausgeholt hat, international, was er drinnen gehabt hat und wo er noch einmal gezeigt hat, wie er in der Vergangenheit bei Rapid immer wieder für Furore gesorgt hat. Und diese Tore, die er geschossen hat und wie er als Kapitän vorangegangen ist, das möchte ich heute noch einmal sehen. Ja, Zoran Barisic hat sich also für diese 11 Spieler heute entschieden und Constanze Weiß hat mit dem Rapid-Trainer natürlich über seine Erwartungshaltung vor dem heutigen letzten Gruppenspiel in der Europa League gesprochen. Für Rapid Wien geht es heute um den möglichen Sieg in der Gruppe E. Zocki, mit welchen Gedanken, Erwartungen sind Sie denn heute hier ins Stadion gekommen? Ja, mit dem, dass wir heute unbedingt eine gute Leistung bringen wollen. Es sind wieder über 30.000 Fans hier im Stadion und ja, da sind wir verpflichtet, mit der Einstellung in das Spiel zu gehen, unbedingt eine gute Leistung bringen zu wollen. Jetzt hat man ja vor diesem Spiel wieder einige Verletzungssorgen. Wie sehr geht Ihnen dieser Verletzungsteufel denn schon auf die Nerven? Sehr. Also das ist etwas, was uns als Team und auch mir als Trainer riesig wehtut, dass wir so viele, ja, nicht nur verletzte, sondern vor allem schwer verletzte Spieler in unseren Reihen haben. Und das ist schon etwas, was sehr, sehr nervig ist. War da schon ein bisschen am Zahnfleisch? Naja, darf ich natürlich nicht sagen, in der Öffentlichkeit werde ich auch nicht. Im Vordergrund steht die Freude auf dieses Spiel. Ja, und wir haben uns in Europa heuer sehr, sehr gut präsentiert. Es ist das letzte Gruppenspiel und da werden wir nochmal alles aus uns herausholen. Dann lassen Sie uns zum Spiel kommen. Sie wären ja nicht müde zu erwähnen, dass man Dynamo Minsk nicht unterschätzen darf. Was macht Sie denn gefährlich? Ja, sie sind irrsinnig gut organisiert, stehen in der Defensive sehr, sehr stabil. Ist eine Mannschaft, die austeilen kann, die sehr hart ist in den Zweikämpfen und vor allem auch sehr gut umschalten kann. Mit ihren Spielern, die sie in der Offensive haben, haben sie Spiele in den Reihen, die immer wieder für Tore gut sind, die auch Spiele entscheiden können, die über individuelle Qualität verfügen. Und das ist ganz, ganz wichtig, diese nicht ins Spiel kommen zu lassen, dass wir die einfachen Fehler vermeiden, dass wir ständig das Spiel verlagern, den Gegner immer wieder desorganisieren und dann die Pässe in die Tiefe nicht zu früh zu machen, sondern auch da den richtigen Zeitpunkt dafür zu finden. Was Sie auch des Öfteren erwähnt haben, ist, dass der Gruppensieg natürlich schön wäre, aber wenn man Zweiter wird, dann ist es auch schön. Aber trotzdem, wie viel mehr würden denn die Augen des Zoki Barisic nachher leuchten, wenn man Erster wäre?
da glauben Sie mir, meine Augen leuchten schon das ganze Jahr 2015, so wie die Mannschaft performt hat. Da ist schon sehr, sehr viel weitergegangen. Dementsprechend natürlich stärkt die Erwartungshaltung der Fans, der Medien, ist ganz klar. Aber wäre natürlich schön, wenn wir es schaffen könnten, Erster zu werden. Aber das haben wir nicht in unserer Hand. Die Augen glänzen hoffentlich. Jene von Herbert Weber glänzen sowieso immer. Herr, wenn jemand Amateurtrainer ist, Co-Trainer ist und zum Cheftrainer aufsteigt, dann hat er nie das Standing, das man vielleicht hat, wenn man als erfolgreicher Trainer zu einer neuen Mannschaft macht. Deshalb waren die Erfolge von Rapid gerade auf internationaler Basis auch für Zoran Barisic enorm wichtig in den vergangenen Monaten. Man sollte nicht vergessen, dass er einer ist, dem es immer wieder gelungen ist, Mannschaften zu formen. Rapid hat ja in den letzten Jahren sehr viele Spieler verloren. Die besten Spieler, vor allem in der Offensive, sind meistens abgegangen ins Ausland zu besseren Vereinen. Und trotzdem ist es ihm gelungen, erstens einmal Rapid immer an der Spitze zu behalten. Das heißt, ganz vorne, dass Rapid ganz vorne in der Tabelle steht. Ganz vorne nicht, aber doch bei den Besten in Österreich. Und er hat Spieler entwickelt, wie auch in dieser Saison wieder. Ob das jetzt Keynes ist, ob das jetzt Stangl ist, ob das jetzt Schobelsberger ist, sind Spieler, die unglaublich viel dazugelernt haben in dieser Rapid-Mannschaft. Natürlich hilft ein Steffen Hoffmann auf dem Platz. Ja. So ein erfahrener Spieler hilft jedem Trainer. Aber seine Kollegen und er, ich meine der Zoran Barisic, es ist ihnen gelungen, schlagkräftige Mannschaften zu formen und deswegen ist auch sein persönliches Standing sehr gestiegen. Ja, apropos Standing, das Standing von Philipp Prosenik, wie beurteilen Sie das? Er wurde zuletzt gegen Red gnadenlos ausgepfiffen von einigen Rapid-Fans. Ja, das sollte man nicht so überbewerten. Es ist klar, dass manche des Öfteren enttäuscht sind, wenn sie nicht die Leistungen sehen, die sie sich erwarten. Ich bin der Meinung, dass der Bursche in der Vergangenheit schon sehr viel mitgemacht hat. Wahrscheinlich auch noch ein bisschen enttäuscht ist, dass er es im Ausland nicht so geschafft hat, wie er sich das vorgestellt hat. Aber er ist einer, der hart an sich arbeitet. Philipp Prosenik, Stürmer beim SK Rapid. 22 Jahre ist er alt. Eigentlich immer noch ziemlich jung. Eigentlich. Wenn ich mich so fühlen würde. Es ist diese ungewöhnliche Karriere, die Philipp Prosenik das Gefühl gibt, schnell gealtert zu sein. Mit 16 liegt ihm die Fußballwelt zu Füßen. Er wechselt zu Chelsea. Ein Traum wird wahr. Da prasselt schon sehr viel auf einen ein und man muss schon sehr gut achten, dass man mit beiden Beinen am Boden bleibt, was ziemlich schwer ist, wenn jetzt Chelsea, Milan, Juve, Bayern auf dich zukommen und dich unter Vertrag nehmen wollen. Auf Chelsea folgt Milan. Prosenik mittlerweile 19 Jahre alt und auf dem Sprung in die Kampfmannschaft. Gattuso, Cassano, die Stars, die große Karriere, zum Greifen nah. Doch Verletzungen werfen ihn zurück. Es sind traurige, frustrierende Monate. Es ist halt so, bei solchen Topclubs, da bist du quasi nur eine Nummer. Und wenn du nicht die Leistung bringst, die du bringen sollst, dann wirst du ausgetauscht. Das ist einfach. Die haben so viel Geld, da spielt das keine Rolle. Ich war schon kurz davor, mit der ganzen Sache aufzuhören und habe mir schon Gedanken gemacht, was ich studieren soll. Aber dann ruft Rapid an. Über die Amateure spielt er sich in die Kampfmannschaft. Macht dort, meist als Joker, wichtige Tore. Er ist ein emotionaler Spieler bei einem emotionalen Club. Das sind halt Momente, wo man nichts mehr bereut, halt also den ganzen Weg, den man da zurückgelegt hat, das ist auszahlt. Philipp Prosenik, Rapidler, durch und durch. Dass sein Vater Christian für beide Wiener Großclubs gespielt hat, ja, das kann Philipp nicht verstehen. Dass sowas überhaupt erlaubt ist, ist ein Wahnsinn eigentlich. Ja? Den Namen Prosenik zu tragen, nicht immer einfach. Dadurch, dass er auch im Fußball tätig war, hat er, glaube ich, ziemlich viele Tipps gehabt für mich im jungen Alter und es hat schon noch geholfen, aber es war auch nicht immer leicht, ihm seinen Erwartungen gerecht zu werden. Übertriebene Erwartungshaltung, auch ein Thema beim Rapid-Anhang. Vergangenen Sonntag wird Prosenik von einigen Fans ausgepfiffen. Aber sowas steckt er, nach allem, was er schon erlebt hat, recht locker weg.
Also die gehen dauernd dort raus, weil ja, sind ein paar Fans halt im Stadion, die meinen, das bringt was, aber im Endeffekt ist es nutzlos. Wenn Philipp Prosenik eines im Laufe seiner Karriere gelernt hat, dann zu kämpfen. Er muss und will nicht mehr den Erwartungen von außen entsprechen. Es spielt für ihn keine große Rolle mehr, welches Bild sich die Öffentlichkeit von ihm macht. Karole, wie so oft erfolgreich in diesem Jahr, Mate Jelic spielt von Anfang an. Ist es Geschmackssache, wer von den beiden stürmt? Ich finde, dass sie völlig anders sind vom Auftreten her, wie sie sich in die Mannschaft integrieren. Jelic, muss man ganz klar sagen, ist noch nicht richtig angekommen bei Rapid. Da wird man sehen, ob es ihm gelingt. Und bei Prosenik hat man gesehen, dass er ein robuster Stürmer ist, aber er muss konzentrierter werden. Er muss dort gefährlicher werden, wo ihn die Mannschaft am meisten braucht, im gegnerischen Strafraum. Willkommen zurück im Sky-Fußballstudio zur Pausenanalyse mit unserem Sky-Experten, mit Heribert Weber. Läuft bisher für Rapid. Heri, schade, dass noch nicht Schluss ist, denn momentan ist Rapid Gruppensieger. Ja, es wäre schön, wenn man die zwei Ergebnisse hernimmt nach dieser ersten Hälfte. Aber man hat natürlich auch beim Rapid-Spiel gesehen, dass die Grün-Weißen zwar die bessere Mannschaft sind, aber das Ergebnis könnte auch anders ausschauen. Wie schätzen Sie die Leistung von Rapid ein bisher in dieser Partie gegen Dynamo Minsk? Ja, sie haben sich sehr lange sehr schwer getan, weil die Weißrussen sehr defensiv aufgetreten sind, aber sie sind natürlich im Konter unglaublich gefährlich. Zwei große Chancen haben sie vorgefunden, weil Rapid Räume hergegeben hat und auch deswegen, weil Rapid einen Elfmeter verschossen hat. Chancen mit geht, wenn das Tempo dann hoch wird, dann besteht die Möglichkeit, auch nicht mehr in die Zweikämpfe zu kommen. Und das war sehr viel Glück für Rapid. Was sollte sich am Rapid-Spiel ändern, damit das Ganze noch souveräner wird? Die gesamte Mannschaft muss kompakter werden. Und für mich wäre es ganz wichtig, wenn Mate Jelic mehr ins Spiel kommen würde. Diese Anspielstation in der Zentrale vorne in der Offensive fehlt für mich total. Rapid hat kaum Möglichkeiten, ihn anzuspielen. Er ist in Wirklichkeit nicht vorhanden. Er hat einmal die Möglichkeit gehabt, ein Tor zu erzielen, hat die Chance vergeben. Aber Rapid forciert eigentlich alles über die Außen. Dabei wäre es sehr wichtig, wenn auch der Mittelstürmer das eine oder andere Mal eingreifen könnte. Das scheint noch nicht wirklich integriert zu sein, Mate Jelic. Na, man merkt auch, dass er nervös ist, dass er, wenn er Bälle bekommt, noch nicht das richtige Gefühl hat für den Mitspieler. Also momentan gelingt ihm leider sehr wenig. Ja, und das bedeutet, Villarreal hält momentan also bei 13 Punkten, Rapid bei 15 und das wäre der Gruppensieg für Rapid. Was würde der bedeuten? Ja, sehr viel für Rapid, für uns alle natürlich im österreichischen Fußball, wenn so etwas gelingen würde gegen einen spanischen Vertreter, weil wenn man sieht, wie Villarreal spielt und wie sie in dieser ersten Hälfte immer besser geworden sind und über großartige Spiele in der Offensive verfügen, da muss man ganz klar sagen, wäre das eine große Überraschung, aber sehr wichtig. Ja, und der Herr Präsident, der hat ja einen legendären Spruch geliefert, als man wusste, dass man Europa League Quali spielt, haben Sie gemeint, dann rocken wir halt jetzt eben die Europa League. Das Auftreten bislang durchaus Hitpotenzial, würde ich sagen, oder? Ja, das war kein Wunsch, sondern ein Versprechen und die Mannschaft hat es eingelöst. Ja, stimmt, wir können stolz sein auf das, was die Mannschaft geleistet hat in der Europa League Phase. Wir sind drüber, jetzt führen wir 1-0. Es ist noch alles drinnen, sogar der Gruppensieg. Um in der Musiksprache zu bleiben, wie viel Rock steckt denn in der heutigen Partie schon? Na schon, ich glaube, wir haben deutlich über 70% Ballbesitz, so gefühlt. Treten sehr souverän auf, haben leider einen Elfmeter vergeben, aber dann kurz darauf das Tor gemacht. Ein bisschen Glück gehabt, Strebinger hat gut gehalten und dann ein Stangenschuss. Aber wir treten sehr dominant und gut auf und ich glaube, das kann so weitergehen. Wenn man mit Trainern, Spielern spricht, dann steht natürlich in erster Linie immer der sportliche Stellenwert des ganzen internationalen Auftretens im Vordergrund. Ich kann mir vorstellen, als Präsident, da ist das Wirtschaftliche auch sehr wichtig. Wie würden Sie es denn wirtschaftlich einordnen, bislang das Auftreten? Ja, der wirtschaftliche Erfolg ist in dem Fall immer eine Konsequenz des sportlichen Erfolgs. Und so gesehen ist natürlich dieses heurige Jahr, also die Saison 2015-16, großartig angelaufen für uns mit wirklich einer hervorragenden Europa League mit all den Prämien, können wir schon sehr gut in die Zukunft schauen.
Wenn man jetzt heute theoretisch hier gewinnen würde und Gruppensieger werden würde, dann kämen ja nochmal 1,36 Millionen Prämien dazu, denke ich. Inwieweit würde das helfen beim Kassaschluss Ende des Jahres? Also es hilft immer, es kann nie genug sein, aber das heutige Jahr ist schon so gut und ich würde gar nicht über das Geld nachdenken. Es geht darum, dieses Spiel zu gewinnen, den Fans noch eine ordentliche Show zu bieten. Zum Abschluss der Saison ganz, ganz treu, wieder deutlich über 30.000 hier bei uns, trotz winterlicher Bedingungen, trotzdem, dass wir schon qualifiziert sind. Und das sind wir einfach unseren Fans schuldig, hier top zu spielen. Gegen Dynamo Minsk ist schon schwer okay. Unglaubliche Atmosphäre, sieht man wieder, dass Rapid große Fans hat, dass sie diese Mannschaft auch noch begleiten, wenn es in Wirklichkeit um nichts mehr geht. Und man wird sehen, wie die Mannschaft dieses 1:0 über die Runde bringt. Und in Kürze melden sich die Kollegen im Studio mit der Nachberichterstattung und mit allen Stimmen hier aus dem Happelstadion. Ja, es ist tatsächlich geschafft. Rapid schlägt Dynamo Minsk mit 2:1 und Villarreal spielt in Pilsen 3:3. Und das bedeutet, Rapid ist Gruppensieger. Herzlich willkommen zur Analyse dieses erfolgreichen Europa-League-Abends mit unserem Sky-Experten, mit Herbert Weber. Ja, Herr, wie viel Glück war dabei? Ja, es war zwar heute Glück dabei, aber wir können alle lachen. Der Fußball in Österreich lebt. Rapid hat heute gezeigt, dass man auch international mithalten kann. Nicht nur mithalten, sondern sogar als Sieger der Gruppe herausgehen kann. Und sie haben zwar heute nicht das beste Spiel abgeliefert, aber sie haben 3 Punkte eingefahren. Und das sagt einfach alles, wenn man vor Villarreal die Gruppe beendet. Ja, aber eine unglaublich dramatische Partie in Pilsen. Sehr attraktives Spiel, 6 Tore. Und Pilsen hat gezeigt, dass sie vor allem zu Hause auch eine sehr gute Mannschaft stellen. Und deswegen ist der Sieg von Rapid in Pilsen doppelt wert. Ja, doppelt wert heute auch dieser Punkt von Viktoria Pilsen gegen Villarreal, nämlich für Rapid. Denn aufgrund dieses 3:3 Unentschiedens ist also Rapid jetzt Gruppensieger mit 15 Punkten aus 6 Partien. 5 Siege, nur eine Niederlage, 0:1 bei Villarreal. Und selbst dort wäre mehr drin gewesen. Wie schaut Ihre Bilanz aus? Ja, im Nachhinein ist mir diese Niederlage gegen Villarreal egal, aber sie hat geschmerzt, weil diese zweite Hälfte nicht das gebracht hat, was ich eigentlich von dieser Mannschaft erwartet hätte. Und Villarreal dann wirklich zwar verdient gewonnen hat, 1:0, aber Rapid hätte auch in diesem Spiel mehr herausziehen können. Es ist nicht gelungen, aber trotzdem haben sie heute den Gruppensieg gesichert. Herzliche Gratulation, Rapid ist Gruppensieger. Wir haben gesagt, wir schauen, wie sehr die Augen leuchten, wenn das geglückt ist. Sie schauen schon sehr glücklich aus und leuchten sehr. Ja, muss ich meiner Mannschaft gratulieren. Ja, sie hat eine unglaubliche Performance abgelegt in Europa und mit dem ersten Platz hat sie sich super belohnt. Wie sehr war denn das heute ein Arbeitssieg? Es war definitiv ein Arbeitssieg, weil wir uns das Leben immer wieder sehr, sehr schwer gemacht haben, selbst weil wir das, was ich vorher angesprochen habe, dass wir nicht machen sollen, haben wir gemacht. Aber die Mannschaft hat wieder Kampfgeist und Moral bewiesen und glaube ich auch verdient gewonnen. Würden Sie sagen, dass es der perfekte Herbst in der Europa League war, den Rapid da gezeigt hat? Also ich würde sagen, das ist ein unglaubliches Jahr 2015. Wenn uns jemand gesagt hat, vor circa einem Jahr, als wir ausgeschieden sind gegen Helsinki, dass wir es ein Jahr später so machen, wie wir es gemacht haben, dann hätte uns das niemand geglaubt. Aber die Mannschaft hat ein wirklich fantastisches Jahr oder fantastische 1,5 Jahre zurückgelegt in ihrer Entwicklung. Hat sie sich ständig gesteigert und wie gesagt, hat etwas erreicht und etwas geschafft, was nicht so oft vorgekommen ist beim SK Rapid Wien. Und deshalb habe ich den allergrößten Respekt vor meinen Spielern, vor meiner Mannschaft. Ist ja Moral auch das, was Sie besonders stolz macht? Ja, es zeichnet uns aus. Die Rapid-Tugenden, die wir kennen, widerspiegeln sich in meiner Mannschaft. Und das ist schon etwas, auf das jeder Rapid-Fan stolz sein kann. Jetzt zieht man also als Sieger der Gruppe E in diese K.O.-Phase. Gibt es dann ein Wunschlos oder ein Horrorlos? Nein, es ist alles möglich. Wir nehmen es so, wie es kommt, so wie wir es davor getan haben. Wir können uns eh nicht aussuchen.
man kann mir glauben, egal wem wir zugelost bekommen, es wird sicherlich nicht einfach und es gibt keine Jausengegner mehr im 16. Finale. Ja, toller Erfolg. Natürlich auch für den Trainer kein Wunder, dass seine Augen auch leuchten. Ja, wenn man die Gruppe gewinnt, wenn man aus 6 Spielen 5 Siege herausholt, das ist was Großartiges. Und da freut man sich natürlich als Trainer genauso. Da wird das eine, die eine oder andere Träne, habe ich gesehen. Aber ist schon richtig so, weil er hat eine tolle Mannschaft geformt, die jetzt auch sehr erfolgreich spielt. Die Moral hat letztlich gesiegt und das ist das Wichtigste. Er ist zur Pause. Inwiefern war die auch glücklich nach dieser ersten Spielhälfte? Es gab auch noch einen Stangenschuss von Dynamo Minsk. Ja, Rapid hat auch durch Steffen Hoffmann einen Elfmeter vergeben, hätte schon höher führen können. Aber trotzdem muss man ganz klar sagen, dass es in der Defensive das ein oder andere Problem gegeben hat, dass zu große Räume für die schnellen Stürmer frei waren und die haben das dann auch genützt. Ja, und in der zweiten Spielhälfte dann, nach einem sehenswerten Angriff, das 2:0 für Rapid durch. Schilina hat er schon oft getroffen im Europacup. Sehr wichtiges Tor heute. Es wird ihm Selbstvertrauen geben und ich hoffe, dass es ihm gelingt, für Rapid in nächster Zeit mehr Tore zu schießen als bisher. Der Weißrussen zum 2:1. Wichtig war es nur, dass diese 2 Tore zum Sieg gereicht haben. Warum war Rapid dann nicht wirklich mehr souverän in der Schlussphase, auch wenn die ganz großen Chancen für Dynamo Minsk natürlich nicht da waren auf den Ausgleich? Ja, sie haben sich mehr auf die Defensive konzentriert. Es war nicht mehr diese Kreativität vorhanden, Torchancen herauszuspielen. Die Weißrussen sind sehr oft auch in der Offensive nicht gefährlich geworden, aber waren immer wieder da und waren auch im Zweikampf sehr unangenehm. Das hat man gesehen und deswegen kam Rapid nicht mehr so ins Spiel. Also gegen Manchester United kann Rapid jetzt nicht spielen, aber aus der Champions League möglich zum Beispiel der FC Sevilla, der FC Valencia, Olympia, nein, Galatasaray Istanbul und Schachtar Donetsk. Also Revanche gegen Donetsk wäre vielleicht auch was. Ja, es warten wahrscheinlich nur attraktive Gegner und es wird gegen jeden schwer. Das hat man auch heute wieder gesehen. Ich habe das vor dem Spiel schon gesagt, dass Rapid sehr viel geleistet hat in dieser Herbstsaison, weil es gibt keinen Außengegner mehr in dieser Gruppenphase. Und die Laufbereitschaft ist von allen Mannschaften enorm. Das hat man auch heute wieder wahrnehmen müssen und deswegen sind diese 5 Siege einfach großartig. Also die Rapid-Spieler waren lange auf der Ehrenrunde im Ernst-Happel-Stadion, aber der erste, heute ein ganz winziger, wichtiger, ist jetzt bei Constanze Weiß und das ist Max Hofmann, der Torschütze zum 1:0. Max, zuallererst gratuliere zum Gruppensieg, gratuliere aber auch zum ersten Tor im Europacup und da wollten Sie es wirklich wissen, mit dem Kopf hat es nicht funktioniert, aber Abstauber, der ist dann geglückt. Ja, danke erstmal. Ich glaube, Gruppensieg freut mich mehr als das Tor. Ich meine, sicher ist schön, als Verteidiger trifft man nicht so oft. Ich glaube, es war ein super Ball von Pavel. Ich habe extrem ins Licht geschaut, er war richtig schwer zu nehmen. Aber zum Glück ist er mir wieder vor die Füße gefallen. Drin war er, das zählt. Und ja, jetzt Gruppenerster. Ich glaube, da kann jeder Einzelne von uns und vom ganzen Verein stolz sein. Das war eine Riesenleistung von uns allen. Wie wichtig ist denn das? Wie ist das einzuordnen? Ja, hoch einzuordnen. Ich glaube, wir haben viele Ausfälle im Moment zu beklagen, haben schon viele Spiele in den Beinen und ich glaube, von dem her können wir umso mehr stolz auf uns sein. 15 Punkte, ich glaube, das haben nicht viele Mannschaften in der Europa League geschafft, also von dem her können wir umso mehr stolz auf uns sein. Sie haben sie erwähnt, viele Verletzte, wie schwierig war es denn überhaupt heute hier zu spielen, wie sehr, wie viel Arbeit steckt da drinnen? Ja, ich glaube, es freut sich jeder auch irgendwie schon auf die Winterferien. Es hat jeder viele Spiele in den Knochen, aber nichtsdestotrotz ist es unser Beruf, muss jeder da drüber gehen, muss die Wehwehchen wegstecken, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, für so einen Erfolg macht das jeder gern und ja, der Erfolg gibt uns recht. Wenn man jetzt zurückblickt, 5 Siege in 6 Spielen, was ist denn der Moment, der Ihnen in Erinnerung bleibt, was macht Sie besonders stolz? Abgesehen vom Tor. Nein, ich glaube, jedes Spiel war einzigartig. Ich glaube auch von der Quali von Amsterdam über das knappe Ausscheiden in Donetsk, über die Auswärtssiege. Ich glaube, jedes Spiel war einzigartig und von dem her, glaube ich, gibt es ja kein einzelnes Erlebnis, was da irgendwie positiv oder noch groß herauszustreichen ist. Ich glaube, jeder Sieg ist was Einzigartiges. Und ja, 5 von 6 Siegen, ich glaube, das haben auch noch nicht viele österreichische Mannschaften geschafft, außer Salzburg die 2 Mal. Aber von dem her, ich glaube, können wir umso mehr stolz sein. Mein Wunsch an die Glücksfee hätte bei der Auslösung, wäre da einer besonders groß? Ich weiß jetzt noch gar nicht, wer da auf uns zukommen kann oder wen wir da treffen können. Von dem her, glaube ich, müssen wir das nehmen, was wir bekommen.
Ja, mich persönlich würde die Insel sehr reizen, aber ja, ich nehme das, was kommt. Danke, gratuliere. Ja, und dann geht's ab in die Ferien. Max Hofmann, heute hat er wesentlichen Anteil an diesem Sieg von Rapid Herbert Weber. Überhaupt dieses Europacup-Jahr 2015 mit den Spielen gegen Ajax Amsterdam, gegen Schachtja Donetsk, geht's mit den 5 Siegen in 6 Gruppenspielen. Wie viel Selbstvertrauen, wie viel Energie kann das einer Mannschaft geben auf dem weiteren gemeinsamen Weg? Ja, ich weiß das aus eigener Erfahrung, dass österreichische Mannschaften immer dann stark sind, wenn sie merken, dass sie auch international gut mithalten können. Und das hat Rapid schon gegen Ajax gemerkt, dann gegen Schachtja Donetsk und ist dann mit sehr viel Selbstvertrauen auch in diese Gruppenphase der Europa League gegangen. Und nachdem das erste Spiel zu Hause gegen den Favoriten Villarreal gewonnen werden konnte, hat man natürlich so viel Vertrauen gedankt, dass es dann so weitergegangen ist. Jeder Spieler ist über sich hinausgewachsen. Die Mannschaft ist um vieles besser geworden, als man eigentlich geglaubt hätte. Und diese Erfolge im internationalen Vergleich, die machen natürlich die Spieler und die gesamte Mannschaft um vieles stärker. Die Reise des Rekordmeisters durch Europa, sie beginnt heute und wir von Puls 4 sind ab sofort der Reisebegleiter. Jawohl! Ein super Start und ich glaube, wir haben ein Zeichen gesetzt und mit uns ist zum Rechnen. Hofmann, jawohl! 54. Spielminute, 1-0 Rapid. Ich komme beim ersten Spiel so auf heute. Achtung, Tor! Ja! Jawohl! Ein kurioser Treffer! Mario hat das mal im Training gemacht und wir haben gesagt, wenn einer von uns trifft, dann machen wir den Scheiß mal. Ganz stark, meine Herren. Wunderschön, Schomesberger und Tor! 1-0 für Rapid! Was macht er? Snapstick pur. Nein, also das ist irre. Das ist irre und da kullert der Ball mit 10 km/h über die Linie. So was verdient sich, so ein Tor. Wir gratulieren Österreichs Rekordmeister zum vorzeitigen Aufstieg in die K.O.-Phase. Rapid Wien schlägt Dynamo Minsk mit 2:1. Ja, und weil Villarreal bei Pilsen nur 3:3 spielt, geht Rapid als Gruppensieger in die K.O.-Phase der Europa League. Und damit noch einmal herzlich willkommen, liebe Zuschauer, aus der Puls 4 Sportsbar. Und ich freue mich sehr, dass er zu uns gekommen ist, der Sportdirektor. Und gleich am Anfang herzlichen Glückwunsch, ja, Andreas Müller. Herr Müller, ich würde vorschlagen, bevor wir viel reden, wir haben einen Moment vorbereitet, der Sie, glaube ich, freuen dürfte. Hören wir mal ganz kurz rein, wie sich das angehört hat im Stadion. Ja, jetzt wird's. Ja, ich muss zugeben, Herr Müller, die berühmtesten drei Worte sind ja, ich liebe dich, aber Rapid ist Gruppensieger, hört sich für einen Sportdirektor auch nicht ganz so schlecht an, oder? Ja, ich meine, wenn man die Auslosung am Anfang hatte und wenn man dann einem gesagt hätte, du machst 5 Siege und hast 15 Punkte, ich glaube, da hätten wir alle sofort unterschrieben. Es ist schon fantastische Leistung der Mannschaft. Wir hatten sicherlich in vielen Spielen auch im richtigen Zeitpunkt immer die Momente für uns. Es waren alles knappe Siege, auch eine ganz knappe Niederlage bei Villarreal. Aber ich finde es großartig, was die Mannschaft geleistet hat. Und wir hatten ja ein tolles Publikum hier bei den Heimspielen. Man hat es heute wieder erlebt, also
Rapid lebt und ist auf einem guten Weg, finde ich. Sie sind ja immer sehr besonnen. Einmal in der Meisterschaft sind Sie ein bisschen lauter geworden, aber sonst immer sehr straight. Aber den Moment haben Sie angesprochen, Herr Müller. Jetzt möchte ich von Ihnen schon wissen, wie ist denn das, wenn man da im Stadion steht als Sportdirektor und nach 6 Spieltagen hört, wir sind Gruppensieger. Ganz persönlich, der Andreas Müller, was hat er sich denn dabei gedacht? Ja, also bevor die Gruppe losging, war klar, Villarreal ist eigentlich der absolute Favorit. Wir haben uns ausgerechnet, dass wir sicherlich den zweiten Platz belegen können, matchen uns mit Pilsen, das war so die Ausgangslage. Aber man hat schon in den Quali-Spielen gesehen zur Champions League, dass unsere Mannschaft an starken Gegnern wachsen kann. Das hat sehr viel Selbstvertrauen gegeben, die Spiele gegen Ajax Amsterdam und gegen Donetsk. Und von daher glaube ich, dass die Mannschaft dann weiter in den Spielen immer mehr an sich geglaubt hat und über sich teilweise auch hinausgewachsen ist. Aber nochmal, es gibt immer wieder Momente oder Punkte im Spiel, wo wir dann auch wirklich den glücklichen Punch hatten. Wenn ich nur an das Tor von Schobesberger denke, ja, ein entscheidendes Tor. Also da hatten wir natürlich auch im richtigen Moment immer das Glück auf unserer Seite. Aber die Mannschaft hat sich das einfach verdient gehabt. Und es ist großartig, ja, heute der Abend mit 15 Punkten Gruppensieger. Sensationell. Und fairerweise. Ziel, wir haben gehofft, dass wir Real was liegen lässt. Und ja, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Und ja, zum Glück haben wir das jetzt geschafft. Also ich glaube, hier für jeden in dem Verein und vor allem für uns als Mannschaft ein Riesenerfolg. Und ich glaube, da kann jeder Einzelne auf sich stolz sein. Es ist einfach fantastisch. Das ist noch nie erreicht worden. Und von uns, ja, von Rapid. Und das ist etwas ganz Besonderes. Wir freuen uns extrem über die 15 Punkte, dass wir letztendlich Gruppensieger geworden sind. Heute war es ein schweres Stück Arbeit, aber wir haben es über die Runden gebracht und sind, denke ich, verdient auch in der Gruppe Erster. Am Montag steigt in Nyon die Auslosung für das 16-Finale. Rapid ist dabei als Gruppensieger gesetzt. Ja, und hier schauen wir es uns nochmal schwarz auf weiß an. Rapid Wien, 6 Spiele, 15 Punkte und auf Platz 2 dann Villarreal mit 2 Punkten dahinter. Herr Müller, wie wichtig ist denn dieser Platz 1 jetzt aus sportlicher und natürlich auch aus finanzieller Sicht für den Sportdirektor? Gut, es gibt ein bisschen extra Prämie als Gruppensieger. Aus sportlicher Sicht ist es so, ich glaube, dass genügend starke Mannschaften in der Europa League vertreten sind. Auch die 4 Gruppendritten, glaube ich, aus der Champions League, die dann runterkommen, das sind immer noch große Kaliber. Also aber wir werden sehen, wie wir die Runde angehen. Ich denke, die Mannschaft ist von ihrem Potenzial her sicherlich so weit, dass sie gegen jeden Gegner eigentlich ein schwieriger Prüfstein sein kann. Dortmund könnte es auch werden, unter Umständen schon? Ja, Dortmund muss nicht unbedingt sein. Das sind schon starke Mannschaften. Aber wichtig ist, dass wir die K.O.-Phase erreicht haben. Und das Schwierigste ist immer, eine Gruppenphase zu überstehen. Das haben wir erreicht. Und ich sage immer wieder, dann ist alles möglich und wir haben alles zu gewinnen. Wobei für Andreas Müller, den Ex-Schalker, wäre Dortmund wahrscheinlich auch ein besonderes Zuckerl, oder? Ja, das wäre ein großer Reiz, ja. Auf jeden Fall. Wir wollen heute aber noch einen Mann hören, den wir nicht mehr gehört haben in unserer großen Sendung, in unserer Live-Sendung davor, nämlich einen Mann, der richtig Anteil gehabt hat. Ich glaube, Sie geben recht, der Kapitän Steffen Hofmann, an dem Einzug hier in die K.O.-Phase. Und der ist jetzt bei meiner Kollegin Puls4-Reporterin Julia Kienast. Steffen, wenn ich Ihnen bei der Auslosung gesagt hätte damals, dass Rapid Gruppenerster wird, was hätten Sie mir gesagt? Hätten Sie mich als verrückt erklärt? Ja, ich meine, wir haben natürlich immer gehofft, dass uns eine außergewöhnliche Europa-League-Saison gelingt. Ich denke, das ist jetzt passiert. Der Herbst war wirklich sensationell. 15 Punkte, Platz 1. Ja, viel besser geht's nicht. Wie sehr ist jetzt gefeiert worden in der Kabine? Ich habe nur gehört, zicke, zacke, zicke, zacke, heu, heu, heu und laute Musik. Ja, natürlich haben wir uns dementsprechend gefreut. Das ist ja etwas, was wir noch nie geschafft haben als Verein und schon etwas Besonderes. Aber das war es dann wahrscheinlich auch schon mit dem Feiern für heute. Etwas Besonderes war auch das Tor von Mate Jelic heute. Ich habe gesehen, alle haben ihn umarmt, haben ihn beglückwünscht. Wie wichtig war das? Der hat sehr traurig gewirkt, sehr nachdenklich in den letzten Wochen. Ja, natürlich ist es für ihn nicht ganz so gelaufen, wie er sich das selber vorgestellt hat. Aber wir Spieler wissen, was er kann. Wir glauben an ihn. Es ist sicher auch nicht so einfach, wenn man aus dem Ausland kommt, die Sprache nicht spricht. Aber Mate wird das schon machen. Also ich bin da guter Dinge. Wie ärgerlich war dieser verschossene Elfmeter von Ihnen heute? Ja, ist immer ärgerlich, wenn man Elfmeter nicht trifft. Aber es
hat schon Tage gegeben, da habe ich mich nach dem Spiel mehr geärgert wie heute. Wie weit kann Rapid kommen? Wie weit kann Ihre Mannschaft kommen? Man ist jetzt Gruppenerster, man entgeht zum Beispiel Mannschaften wie United jetzt mal im 16. Finale. Ja, aber da sind noch andere Mannschaften dabei, die wir erwischen können. Wir schauen, was auf uns zukommt und dann werden wir in jedem Spiel probieren, unsere beste Leistung zu zeigen und möglichst weit zu kommen. Aber ich denke, wir sollten schon die Kirche im Dorf lassen und das, was wir jetzt geschafft haben, ist wirklich toll, aber wir werden auch trotzdem versuchen, möglichst weit zu kommen. Sie haben gemeint, im Allianzstadion möchten Sie spielen, im Rapidstadion. Gibt es kein Stadion, wo Sie wirklich noch gern spielen würden, außer jetzt das Rapidstadion, das neue? Ich meine, es wäre ja möglicherweise Ihre letzte internationale Saison. Ja, kann gut sein. Es wäre vermessen zu sagen, dass ich mal im St. Jakobspark spielen möchte. Das wäre natürlich auch sehr schön, aber wir nehmen es, wie es kommt und schauen wir einfach, was wir jetzt als nächstes bekommen und dann schauen wir, wie die Spiele ausgehen und dann geht's weiter. Dankeschön, Steffen. Ja, der Captain, er steckt sich hohe Ziele, so muss er sein. Andreas Müller schmunzelt schon. Zur Reise im Mai, sagen wir mal den 18. Mai in den St. Jakob-Park nach Basel zum Finale, wäre nicht so schlecht, oder? Als Ausflug. Ich glaube, da hätte bei Rapid keiner was dagegen, aber Steffen hat es richtig gesagt, wir sollen die Kirche im Dorf lassen. Es ist sicherlich so, dass wir mit unserer Mannschaft für Überraschungen sorgen können. Das hat auch die internationalen Spiele haben das jetzt gezeigt. Und ich habe selber mal als Spieler erlebt, als krasser Außenseiter dann den UEFA Cup gewonnen mit Schalke gegen Inter Mailand. Aber es gibt verdammt dicke Brocken da jetzt drin. Und wir schauen von Spiel zu Spiel. Aber ich denke, dass wenn wir in jedem Spiel, wenn wir an unsere Leistungsgrenze gehen und unsere Mannschaft ist eigentlich immer in der Lage, dann auch noch mal was draufzulegen. Ja, wenn sie spürt, der Gegner, wie zum Beispiel in der ersten Halbzeit gegen Ajax Amsterdam, die uns eigentlich fast weggespielt haben. Wir kommen wieder zurück, wir lernen sehr schnell und sind dann ein gleichwertiger Gegner und schaffen es dann weiterzukommen. Also ich habe großes Vertrauen in unsere Mannschaft. Und es gibt ja, wir haben im Stadion gehört, es gibt ja Aufbruchstimmung. Neues Stadion, man ist als Gruppensieger unterwegs, da könnte vielleicht Großes entstehen, oder? Die Mannschaft hat sich toll entwickelt in den letzten 2-3 Jahren, das muss man schon sagen. Aber wir haben natürlich immer wieder die Gefahr, wenn man jetzt so tolle Leistungen international bringt, dass natürlich einige Spieler sehr interessant werden, auch für absolute Topclubs. Das wissen wir. Aber wir haben unseren Weg und den gehen wir weiter. Und die Entwicklung der Mannschaft steht absolut im Vordergrund. Und dass wir dann so gute Ergebnisse noch dabei erzielen, das ist sehr schön und toll. Aber unser Ziel ist es natürlich im neuen Stadion, im Allianzstadion, dass wir da eine richtig schlagkräftige Truppe haben. Denn wir wollen in naher Zukunft um den Meistertitel in Österreich mitspielen. Und das ist unser großes Ziel.